Tag 17. Ich bin wieder da und fühle mich wie der Weihnachtsmann. Seht euch das doch einmal an. Okay. Wir wurden ausgeplündert. Jemand hat versucht, uns auszurauben. Sie waren stark und bewaffnet. Okay. Keiner wurde verletzt, aber wir müssen mehr Leute als Wachen aufstellen. Ja, muss definitiv sein. Leicht verletzt, was ist los? Ich wünschte, ich könnte anderen helfen. Er sieht so hungrig aus. Anton. Wir müssen Essen finden, wenn wir nicht verhungern wollen. Ja, bin ich dabei. Jetzt ist die Dose bitte. Jetzt geht unser Essen zur Neige. Das ist alles andere als gut. Mehr gibt's leider nicht, Anton. Auch für dich nicht. Hungriger müde, ja. Geschlafen. Medikamente bitte. Ich habe das Gefühl, die Falle hier bringt nicht so viel. Gut. 6 Wasser, ja. Wie, was stelle ich denn her? Ich will kein Düngemittel. Ach so, daraus können wir Dünger machen. Deswegen haben wir auch so viel. Naja. Wie gesagt, wir brauchen diese Glocke hier. Diese Birne. Und ohne die werden wir wahrscheinlich drauf gehen. Drei Teile. Naja. Kann man auch so eine Falle bauen. Die holen wir uns. Wir haben eine zweite Falle. Die holen wir uns. Würde ich sagen, machen wir das gleich mal jetzt. Das ist besser für dich. Ja, da legst du mir aber Arsch. Paul, schlafen bitte. Es ist jemand an der Tür. Der Händler hat der drei. Warte. Zwei Teile, geil, geil, geil. Hat er Lauf. Auf damit, ja, wunderbar. Du kommst zur rechten Zeit. Du hast nichts dabei, du Sack. Fleisch. Holz. Pistolfleisch. Gibt es? Für dich? Zwei davon? Eins davon. Dankeschön. Ciao. Nicht da lang. Tschüss. So. Dann würde ich mal sagen, gehen wir jetzt plündern. Beenden den Tag. Wir nehmen mal was zu Slater. Hier bei uns steht Wache bitte. Du schläfst und du gehst im Lager aus. Plündern. Mama, besser. So, jetzt heißt es sofort auch aufs Dach.
Der Typ rennt immer da hinten rum. Ich glaube, jetzt geht die schief. Wunderbar. Oh, warte, warte. Essen. Ja. Perfekt. Hat sich doch gelohnt. Super. So langsam. So. Kurz warten. Ne? Unbrauchbare Sache. Genug für ein paar Tage. Okay. Wo gehst du lang? Du sollst da nicht stehen bleiben. Also wenn er kommt, dann bin ich weg, aber. Oh mein Gott. Der raucht eine. Weg da. Du sollst nicht rauchen, du Sack. Oh je. Jetzt geht er rein. Wir brauchen wieder ewig hier. Mein Gott, dieser Typ. Konserven von der humanitären Hilfe. Ne, voll wurscht, weißt du das? Du blindes Ding, da hat der nichts zu suchen eigentlich. Jetzt kommt nicht zurück wieder, ja? Meine Fresse jetzt. Das gibt's doch nicht.
Das dauert mir zu lange. Kommt schon. Diese Tage kommt man nicht einfach an Wasser. Ja, ist mir egal. Mein Gott. Mein Gott, das ist scheiße. Wir sind zurück. Und es beginnt Tag 18. Gut, wir sind zurück. Dieser Teil, das ist das Beste. Sie fühlt sich wieder wie der Weihnachtsmann. Was ist passiert? Nichts, was ist passiert? So, geil. Pavel? Oh ja, geil. 8 Portionen, super geil. Super geil. Und Fleisch. Sehr schön. Meine Angaben zum Status in der Akademika werden stimmen. Ich wurde einmal für die Fields-Medaille nominiert, sozusagen der Nobelpreis für Mathematik. Ich war Professor von Beruf und das gefiel mir sehr gut. Teilweise hat mich der Krieg gerade deshalb mitgenommen. Nach dem monatelangen Beschützen meiner brillantesten Studenten wurde ich Zeuge, wie alles skrupellos getötet wurde. Sehr, sehr geil. Kann ich nachlegen, bitte? Okay. Dazu. Was brauchen wir denn doch jetzt? Wie immer noch 3. Dann hätte ich den Quid Idiot. Pantaschen. Pavel? Kein Brennstoff. What? Was ist der ganze Brennstoff hin? Achso, zum Kochen, verdammt. Na super. Und 10 Stück. Zwei Stück brauchen wir auf jeden Fall. Wunderbar. Pavel, gehst mal hoch, bitte. Das ist die Medikamente. Slater schläft. Das ist sehr schön. So, was sagt der Pavel? Gut. Richtige Dosis für heute. Das ist was. Dann isst du auch was. Dann gehen wir, glaube ich, wieder kurz plündern. Ich will jetzt eigentlich. Ich will diesen Heidi da wegkriegen. Ich will diese Heidi da wegkriegen. Okay. Wir beenden den Tag, starten die Nacht. Sie geht plündern. Ein neues Bett bauen.
Ich sehe schon, es nimmt so keinen. Es hat so keinen Sinn. Mache. So. Im Bett, dann bleiben wir ein paar Tage zu Hause vielleicht. Danach mal einen. Gut. Wieder das Lagerhaus. Okidoki. Wir rennen mal gleich nach oben. Und ich glaube, die einzige Chance, die ich habe, den Typ zu erwischen, glaube ich, ist, dass wir von rechts kommen. Probieren wir es aus. Es ist wieder so, ich glaub's nicht. Ich zoome mal ein bisschen raus, dass wir uns in Sicht haben. Wunderbar. Okay. Das heißt, ein bisschen warten, ne? Bis der Typ rafft, dass wir... Ja. Dass die Tür auf ist. Das gibt's doch nicht. Komm ich da runter? Komm schon. Das machen wir jetzt. Komme, was wolle. Komm, 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 komm. Ja, stick ihn ab, stick ihn ab. Stick ihn ab, stick ihn ab. Oh Gott, komm, 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 komm. Jawohl. Alter. Das war's für dich. Du Made, du Blöde. Du legst dich nicht mit mir an. Damit du das verstanden hast. Das ist sehr, sehr geil. Jetzt haben wir genug Zeug für alle. Ja, genial. Ist das wirklich geil hier. Und es lohnt sich doch sowas hier. Wir nehmen noch... Geil! So viel Zeug, Leute. Ich glaube, wir sind gerettet. Wir haben mehr als genug für alle. Holz, super. Super! 12 Munition.
Einfach genial. Einfach nur genial. Was die alles da haben. Was ist das übel? Ja. Geil. Super krass. Na gut. Geil. Ich würde sagen, das war's für mich für euch von heute. Von euch für heute und... Oh, wir werden die nächsten Tage und Nächte damit verbringen. Hier ein bisschen... aufzuräumen. Krass. Naja, dann schaltet das nächste Mal wieder ein. Wenn es wieder heißt, This War of Mine. Und ja. Dann... bis zum nächsten Mal. Tschüss.